Einer, der ein echtes Verständnis für beide Länder hat, ist Jean-Marc Ayrault, der in Deutschland studiert hat. Guten Abend, Herr Premierminister. Guten Abend. Herr Premierminister, die Deutschen lieben Frankreich mit seiner Vielfalt von der Atlantikküste bis zum Mittelmeer. Aber was ist Frankreich denn wirtschaftlich? Ein sparsames nordeuropäisches oder ein verschwenderisches südeuropäisches Land? Der Platz Frankreich ist in der Mitte Europas. Und wir sehen uns als Bindeglied zwischen den Ländern des Südens, des Nordens, aber auch zwischen West und Europa, Osteuropa. Und deshalb reist Präsidenten François Hollande morgen nach Polen, nach Warschau. Denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen meistern, die vor uns liegen. Und das ist die Aufgabe der deutschen Regierung wie der französischen Regierung, die deutsch-französische Beziehung zu verstärken, im Dienste ganzen Europas. Deutschland profitiert heute von schmerzhaften Einschnitten auch ins soziale Besitzstände. Vorgenommen hatte die ein SPD-Bundeskanzler. Wäre so eine Agenda 2010 in Frankreich überhaupt durchsetzbar? Und sind Sie oder ist Präsident Hollande ein französischer Gerhard Schröder? Ja, ich glaube, wir haben kein Modell zu suchen. Wir haben in uns die besten Werte, die besten Ideen, die wir entwickeln müssen. Aber reformieren ist auch eine Aufgabe. Manche Sachen gehen nicht mehr. Und ich will das neue französische Modell bauen. Das ist meine Arbeit als Regierungschef. Das heißt, strukturelle Reformen durchsetzen, aber dass es auch den Dialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber unterstützen. Und deshalb hat eine große Verhandlung über die Zukunft des Arbeitsmarkts angefangen. Und ich hoffe, es wird zu einem Erfolg nach diesen Verhandlungen kommen. Das wäre wichtig auch für Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit, das ist auch also ökonomisch, aber das ist auch sozial. Die inzwischen lange Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, die muss sich ja jetzt in der Euro-Schuldenkrise bewähren. Wir haben einen Spruch hier in Deutschland, bei Geld hört die Freundschaft auf. Außer natürlich, man lebt unter einem gemeinsamen Dach, in einem gemeinsamen Staat. Und da gibt es in Deutschland den Länderfinanzausgleich. Ist das eine heimliche Sehnsucht in Frankreich, eine europäische Dauerunterstützung von Nord nach Süd? Ja gut, wir haben keine Wahl. Da die ganze Welt verändert sich. Neue Kräfte, neue Mächte entwickeln sich hier überall in anderen Kontinenten. Und Europa muss stärker werden. Und das ist die Aufgabe Deutschlands und Frankreichs, das durchzuleisten. Und wenn wir also für die Zukunft der jungen Generationen, das müssen wir unbedingt tun. Im Sinne, was die Gründer Europas schon gemacht haben. Und das geht durch eine Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Bei der Euro-Krise, da geht es bei den Hilfen zunächst mal eigentlich nur um Überbrückung, bis die Schuldenländer wieder Fuß fassen, selber sich zu tragen. Aber viele Deutsche haben Angst, dass sie endlos für Problemländer und überschuldete europäische Partner bezahlen müssen. Sehen Sie diese Sorge auch? Ja, ich glaube, wie jedes Land hat Fortschritte zu machen, aber wir waren bis jetzt in einer sehr tiefen Krise mit Griechenland. Aber wenn manche, ich habe das gelesen oder gehört, haben gesagt, das ist nicht wichtig, wenn die Griechen die Eurozone verlassen. Aber das Risiko eines Dominoeffekts ist so groß, dass die Regierungschefs in Deutschland wie in Frankreich und in anderen Ländern die Wahl gemacht, die Eurozone zu retten, das heißt Griechenland zu helfen, aber auch Griechenland Reformen zu verlangen. Und wir sind jetzt an diesem Treffen nächste Woche, wo wird entscheidet. Ich glaube, wir können ab in den nächsten Tagen von der Krise herauskommen und wieder mit dem Wachstum verknüpfen. Herr Premierminister, Sie sind nicht nur ein ausgezeichneter Deutschkenner und Deutschsprecher, Sie sind auch ein guter Vermittler zwischen beiden Ländern. Danke für dieses Gespräch. Merci d'avoir parlé avec nous. Dankeschön.